habe immer von meinem Job geredet, weil ich meinen Job liebe. Wir machen es alle, um Geld zu verdienen, auch ganz klar. Also es wäre jetzt, wir sind jetzt Mutter Teresa. Max Prom Crips. Max Prom Crips. Welcome to Max Prom Crips. Wir sehen uns gleich. Wir sind heute hier bei der Firma Max Prom zu Besuch in Frankfurt, unserem Coaching-Kunden. Und ja, wir freuen uns schon sehr zu sehen, wie hier das Büro aussieht, denn sie haben ein ganz, ganz neues Büro. Und die Firma Max Prom hat in den letzten Monaten echt krasse Ergebnisse gehabt anscheinend. Und zwar sind sie innerhalb von einem einzigen Jahr von 50.000, 60.000 Euro Monatsumsatz auf eine 500.000 im Monat hochgekommen. Über 3.000 Verträge und zwar konstant. Und jetzt diesen Monat sogar auf den Weg zu über 4.000 Verträgen mit dem Team. Ja, aber das doch bestimmt mit irgendwie 800, 900 Mitarbeitern, oder? Gerade mal mit 50 festangestellten Mitarbeitern. Ja, und dann mit einer hohen Staunequote. Wenn 2% viel sind, dann ja. Aber ich glaube, das ist ziemlich verträglich. Max Prom, Prom, Prom! Ja, das war hier eine richtig gute Stimmung. Ich habe empfangen. So, Samara, grüß dich. Das war auf jeden Fall ein sehr stürmischer Empfang. Ich würde sagen, wo ist dein Klaus? Klaus, hier, ich würde sagen, wir setzen uns mal kurz mit dir hin und hören uns mal ein bisschen an, was Klaus zu sagen hat. Wir gehen alle sehr offen miteinander um. Ja, wir werden extrem wahrgenommen, muss man sagen, im Markt, was natürlich auch eurer Aufmerksamkeit zu verdanken ist. Die Anbieter schätzen eine Qualität, die sie bei uns bekommen. Wir machen es alle, um Geld zu verdienen, auch ganz klar. Also es wäre jetzt, wir sind jetzt Mutter Teresa. Also Sabrina hat ja Einzelcoachings mit den Leuten in Izmir auch gemacht, auch mit dir. Danach habt ihr euch verdoppelt. Die Leute sind nicht die ganze Zeit, es regnet, ich kann nicht arbeiten, es ist kalt, es ist zu heiß. Es ist auch zu warm, da kann man auch nicht arbeiten. Aber jetzt, also alles über 20 Grad und unter 15 Grad geht Außendienst nicht. Ich würde das euch empfehlen, wetterabhängig aufzubauen. Dann habt ihr nämlich immer Erfolg oder auch nie. Ich bin super gespannt, wie dein neues Office aussieht. Ich würde sagen, Klaus macht einfach mal so eine, nicht wie bei das MTV Cribs Tour, sondern eine Office-Tour. Max eine Prom Office. Cribs. Max Prom Welcome Cribs. To Max Prom Cribs. Wir sehen uns gleich. Ganz wichtig hier, das ist die Max Prom Karte, die muss man sich zuerst verdienen, weil nur dann ist hier kleiner Hochsicherheitstrakt, nur dann kommt man hier auch rein. Hier haben wir unsere Galerie hängen. Das sind die Rekorde, die bei uns in der Firma erzielt wurden. Jetzt hier David mit 17 Aufträgen als beste Tagesleistung Newcomer. Newcomer ist bei uns alles, was die ersten 8 bis 12 Wochen passiert. Da hat David in seinem ersten, in diesem Zeitraum 17 Aufträge an einem Tag gemacht. Lian ist bisher noch der beste Newcomer Monatsleistung. Da gibt es aber die nächsten Tage einen kleinen Wechsel. Das ist mittlerweile der Rekord bei 123 Verträgen. Michelle, die erste Frau, jetzt hier wieder, Frauenpower. Und dann sieht man sogar einen Vertrag mehr als der Mann. Ein mehr, ja. Also sind wir bei 18 Aufträgen, Tagesrekord. Tim hatte die ganze Zeit den Rekord von 58 Verträgen in der Woche. Ist mittlerweile aber auch geknackt. Lukas wird hier auch hinkommen, aber mit 60. Verträgen in der Woche ist unser Rekord und dann hier Lukas, unser Top-Verkäufer mit 189 Verträgen im Monat. Wie viel Neukundenverträge hast du denn jetzt abgeschlossen, seitdem du im Door-to-Door bist? Also bestimmt schon über 3.000 oder so. Ich habe da schon einiges an Erfahrung halt. Also vorher habe ich auch Strom und Gas gemacht, jetzt seit 3-4 Jahren knapp Glasfaser halt. Also da schon ein bisschen Kompetenz hinter, und aber trotzdem war es noch nicht so, bevor ich mit euch zusammengearbeitet habe, dass es dann halt auf die Niveaus wie jetzt halt, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal anhören, was die einzelnen Frauen so ein bisschen dazu sagen, hier zu arbeiten. Ja, dann gucken wir mal, ob das hier auch alles so stimmt. Und morgen haben wir natürlich hier auch noch ein Event direkt vor Ort hier bei der Max Prom, wo wir alle Mitarbeiter einmal schulen. Da gibt es auch Männer, sind nicht nur Frauen hier. Und dann zeigen wir euch mal nachher noch Part 2 von morgen. Dann auch machen wir ein paar Männer. Und dann schauen wir jetzt erstmal, was die Frauen sagen. Okay, viel Spaß. So, Samara, wie lange machst du mittlerweile schon Door-to-Door? Ein Jahr und 3 Monate. Du warst ja dann Teamleiterin. Mhm. Und was auch sehr bewundernswert ist, Samara, du hast ja alle selbst rekrutiert. Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte, ja. Also 11, 12 Leute selber rekrutiert.
da beißen sich ja die meisten schon die Zähne dran aus. Woher hast du die alle? Wie hast du das gemacht? Also, egal wo ich war, dadurch, dass ich viel unterwegs war, viel weg war, ich habe immer von meinem Job geredet, weil ich meinen Job liebe. Hm. Ja? Ich lebe für meine Arbeit. Und dann wurden die Leute halt neugierig. Die sagen, Mara, was machst denn du eigentlich? Hm. Erzähl mal. Und ich habe nicht viel erzählt. Ich habe gesagt, guck's dir einfach an. Komm mit. Ja. Und dann können wir reden. Pia, grüß dich. Hallo. Hi, Fabian. Hi, freut mich. Wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut, danke. Wie lange bist du jetzt bei der Max Prom hier tätig? Ich bin seit dem 1.6. bei der Max Prom. Okay, also auch noch relativ frisch. Relativ, ne? Frisch. Was war bisher dein bester Tag an Eigenumsatz? Also wie viele Verträge hast du da geschrieben? Mein bester Tag waren 14 Aufträge an einem Tag. Mhm. Also war super. Okay. Hat Spaß gemacht. Der zweite Monat, wie viele Verträge hast du da? Im zweiten Monat hatte ich 74 Verträge. Das ist, also klar, Luft nach oben ist immer, aber war schon gut. Und war auch noch in der Bauvermarktung, ne? War in der Bauvermarktung, ganz genau. Okay. Also ist ja noch mal ein bisschen, ne? Ja, dafür ist es auf jeden Fall stabil. Ja. Wie fühlst du dich denn hier bei der Max Prom? Ich fühle mich super wohl, also es macht wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn es so gut läuft wie jetzt. Wir sind ein super Team und man kann einfach viel erreichen. Gefallen dir die Schulungen gut? Ja, die Schulungen sind super. Also hier wird sehr viel Wert auf Weiterbildung gelegt, ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Von daher macht es noch mal Spaß, dass man da immer wieder neu geschult wird. Du bist ja auch im Team Samara, ja, hier, Team wie Samara, ich sehe. Genau, ne? Genau. Kanntet ihr euch schon vorher? Oder? Wir kannten uns vorher schon. Also ihr wart im Privaten schon befreundet? Genau, man hat sich halt so ein bisschen ausgetauscht, mhm, auch über berufliche Themen halt. Und Samara hat so Feuer und Flamme von ihrem Job gesprochen. Da wurde man neugierig. Okay, was hast du jetzt verdient im besten Monat? Im besten Monat habe ich, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lange dabei, 4,5. Ja, cool, ist doch stabil. Ja. Dafür, dass du ganz frisch jetzt erst im Door-to-Door bist. Richtig, und man ist ja immer hungrig, das heißt, da geht noch einiges mehr und da möchte ich gerne hin. 100%, dann danke dir erstmal. Sehr gerne, danke dir. Hi. Hi, wie ist dein Name? Ina. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, und dir, ja. Wie lange bist du jetzt bei der Max Prom? Einen Monat. Was waren deine Zahlen im ersten Monat? Bauvermarktung, richtig? Bauvermarktung, richtig. In der Bauvermarktung habe ich 65 geschrieben. Alles Neukunden? Ja. Wie viel Stornos? Bisher noch keine. Okay, also 0% Stornoquote letztendlich. Du bist ja auch im Team Samara, richtig? Genau. Kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch erst kennengelernt? Nee, ich habe die Samara tatsächlich erst hier kennengelernt. Ach, Tatsache, was hast du denn vorher gemacht beruflich? Vorher habe ich beim Finanzamt gearbeitet. Beim Finanzamt und jetzt Door-to-Door. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Ja, ne? Wie gefällt dir der Außendienst, Door-to-Door im Allgemeinen? Sehr gut, das ist total abwechslungsreich. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und der Vibe hier so bei Max Prom? Cool, sehr junges Team. Und macht auf jeden Fall Spaß. Ja, hammermäßig. Dann bin ich mal sehr gespannt auf deine Entwicklung. Und ja, wir sehen uns bestimmt noch öfter wieder. Klar, auf jeden Fall. Okay, danke dir. Okay. So, Nina, grüß dich. Hi. Hallo. Hi, alles gut bei dir? Ja. Wie lange bist du bei der Max Prom? Seit dem 15. Juli. Okay, wie gefällt es dir bisher? Sehr gut. Das freut mich zu hören und kam wieder aus der Pistole geschossen. Ja. Was war denn bisher dein bester Tag? Du bist ja noch ziemlich eine Newcomerin jetzt in dem Bereich auch. Genau, richtig. Also Tagesziel war bei mir 12. Und die hast du auch erreicht? Ja. Hammermäßig. Coole Sache. Genau. Kannst du Samara bereits vorher oder hast du sie erst hier kennengelernt? Nee, ich habe sie tatsächlich hier kennengelernt. Und wie hast du bis auf die Max-Form gestoßen? Das wurde mir von einem Kumpel empfohlen. Mhm. Mein Ausbilder wurde mir dann vorgeführt und dann haben wir uns halt unterhalten und der hat mich dann hier reingebracht. Lieblingskundentyp an der Tür? Ja, tatsächlich sind es die Jüngeren. Die Jüngeren? Also so unter 30 ist alles super. Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser? Einfamilienhäuser, definitiv. Okay, lieber ab 17 Uhr klingeln oder schon früh um 8 auf der Matte stehen? Ehrlich? Ab 9. Okay, hammermäßig. Ja, wunderbar. Dann danke dir erstmal und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Definitiv, danke. Okay. Wir haben ja jetzt viel vom Außendienst schon gehört, aber die Max Prom hat natürlich auch einen Innendienst. Da gucken wir jetzt auch mal drauf, wie es hier läuft. So, hier sind wir bei der lieben Birgit. Hallo Birgit. Hallo Sabrina. Erzähl doch gerne, wie es so ein bisschen im Innendienst hier läuft. Ja, ist total interessant, vielseitig, ein junges, dynamisches Team. Also es macht echt Spaß. Ja, cool. Ihr habt ja auch viele Frauen hier. Wie ist es denn für dich so, hier im Frauen sehr großen Team zu arbeiten auch? Ja, ich finde es super, Frauenpower. Ja. Absolut cool. Jetzt haben wir ja über viel Positives geredet, mhm, was hier so ist, ne? Aber es gibt ja auch manchmal so Leute, die nicht so die High-Performance einhalten oder auch vielleicht Leute, die so ein bisschen drückermäßig arbeiten oder mit unsauberen Methoden, mhm, oder so. Was passiert denn, wenn ihr davon erfahrt? Arbeitsvertrag und